Du hast einmal erwähnt, dass ein Großteil der Weltbevölkerung nicht so gesund ist, wie er sein könnte, nur weil wir einige einfache Dinge nicht verstanden haben. Und diese einfachen Dinge können in der Welt sehr leicht gelehrt und verbreitet und mit dem Rest der Menschen geteilt werden. Kannst du etwas mehr Licht darauf werfen, was diese einfachen Dinge sind, die uns gesünder machen können? Gesund? Oh. Es gab einmal einen jungen Arzt. Er ging zu seinen älteren Kollegen und sagte, er habe Schwierigkeiten mit einer bestimmten Diagnose eines Patienten. Darauf sagte der ältere Kollege: Oh, Nervosität und Erbrechen, nicht wahr? Ja, aber ich finde keine medizinische Ursache für seine Nervosität und sein Erbrechen. Also schlug der ältere Kollege vor, du fragst ihn, ob er Golf spielt. Wenn er spielt, sagst du ihm, er soll aufhören. Wenn er sagt, ich spiele nicht, fordere ihn auf zu spielen. Er wird gesund werden. Gesundheit ist so. Wirklich. Einige Menschen sind überarbeitet und haben eine schlechte Gesundheit. Die meisten Menschen sind heutzutage unterfordert und haben eine schlechte Gesundheit. Wenn du hier auf diesem Planeten vor 200 Jahren leben würdest, wärest du körperlich mindestens 20 Mal mehr aktiv, als du im Augenblick bist. Körperlich. Auf jeden Fall ist es nicht so. Du wärst hierher gelaufen. Du hättest alles mit deinen Händen gemacht. Du wärest mindestens 20 Mal so aktiv. Ich denke, ich irre mich 100 Mal wahrscheinlich. Manche von euch 250 Mal. Also wenn du damals so aktiv gewesen wärst, dann hätte ich zu dir gesagt, mach eine Pause, ruh dich etwas aus. Jetzt wurde der Körper nicht benutzt. Nur indem du diesen Körper benutzt, kannst du ihn gesund erhalten. Wenn du von Gesundheit sprichst, meinst du körperliche Gesundheit. Du musst diesen Körper gebrauchen. Je mehr du ihn gebrauchst, desto besser wird er. Eines der leichtesten Dinge bezüglich der Gesundheit ist, den Körper einfach zu gebrauchen. Wenn du den Körper ausreichend gebrauchst, hat der Körper alles, um Gesundheit für sich selbst zu kreieren. Heißt das, das ist das Einzige, nichts anderes wird mir mehr geschehen, es wird mir ausgezeichnet gehen? Ich würde sagen, wenn wir unseren Körper physisch so viel gebrauchen würden, wie wir sollten, würde ich sagen, 80% der Krankheiten auf diesem Planeten würden einfach verschwinden. 80%. Die übrigen 20% davon sind weitere 10% aufgrund der Art von Lebensmitteln, die die Menschen essen. Sie ändern die Ernährungsweise, weitere 10% würden verschwinden. Das heißt, nur 10% Krankheiten würden übrig bleiben. Das ist aus einer Vielzahl von Gründen geschehen. Einer ist karmisch, ein anderer könnte wegen der Atmosphäre sein und andere Aspekte könnten im System aufgetreten sein, was betrachtet werden kann. Von allen kranken Menschen, wenn 90% von ihnen allein durch das Gebrauchen des Körpers und die richtige Ernährung gesund würden, könnten 10% leicht gehandhabt werden. Aber heutzutage ist die Anzahl der Erkrankungen so groß, weil wir nicht ordentlich essen. Oder wir essen sehr ordentlich und gebrauchen den Körper nicht richtig. Also, abgesehen davon gibt es noch andere Aspekte im Leben. Um es ganz einfach auszudrücken, wenn du deinen Körper trainierst, wenn du dies nur
tausendmal am Tag machst. Mach es einfach tausendmal am Tag. Und nach einem Monat sieh einfach, wie gut deine Hand funktionieren wird. Sonst nichts. Sitz einfach hier und mach dies tausendmal am Tag. Nach 30 Tagen wirst du feststellen, dass deine Hand wunderbar funktioniert. Wenn du das mit deinem Gehirn machst, wird es in einem Monat wunderbar funktionieren. Wenn du das mit deinem Herzen machst, wird es wunderbar funktionieren. Wenn du das mit deinen Lebensenergien machst, werden sie wunderbar funktionieren. Wenn all diese Dinge gut funktionieren, ist das Gesundheit. Gesundheit ist nicht etwas, das du erfindest. Gesundheit ist nicht deine Idee. Gesundheit ist, wenn das Leben gut läuft. Der Lebensprozess läuft gut. Das ist Gesundheit. Es ist nicht deine Idee oder meine Idee. Wir tun so, als wäre Gesundheit unsere Idee, als hätten wir die Gesundheit erschaffen. Wir haben die Gesundheit nicht erschaffen. Wenn überhaupt wir die Gesundheit erschaffen hätten, wenn überhaupt wir irgendetwas erschaffen hätten, hätten wir schlechte Gesundheit erschaffen. Wir haben die Gesundheit nicht erschaffen. Gesundheit ist der Weg des Lebens. Wenn du dem Leben erlaubst, vollkommen zu funktionieren, ist es gesund. Also, du musst nur deinen Körper gebrauchen. Deinen Kopf gebrauchen und deine Energien gebrauchen. Wenn diese drei Dinge gut trainiert und ausgeglichen sind, wirst du gesund sein. Also, gerade jetzt genießen wir die technischen Geräte. Aber wenn du Aktivität in dein Leben einbaust, körperlich, geistig und energetisch, all diese Dinge, wenn du sie einbaust, wird die Gesundheit kommen. Dein Körper arbeitet gut, dein Verstand arbeitet gut und deine Energie unterstützt die beiden und stellt sicher, dass nichts falsch läuft. Das ist Gesundheit. Das Leben ist in vollem Fluss. Das ist Gesundheit. Gesundheit ist keine Idee. Es ist keine medizinische Idee. Die Ärzteschaft und das medizinische Fachwissen sind immer wesentlicher geworden, weil wir uns sehr ungesunde Lebensstile angewöhnt haben. Nie zuvor auf der Welt hatte die Medizin eine derartige Bedeutung, wie sie es heute hat. Einfach, weil wir immer bewegungsärmer werden. Also werden wir immer ungesünder. Wir leben vielleicht länger. Das liegt an übermäßiger Aufmerksamkeit. Und weißt du, du kannst an Schläuchen 20 Jahre lang leben. Andernfalls hat die Natur ihren eigenen Weg, der, du weißt, natürlichen Auslese. Du weißt, was das bedeutet? Ja, das Leben, das fit ist, wird ausgewählt zu leben. Was nicht fit ist, geht dahin. Aber heute haben wir das Leben auf eine andere Art und Weise gestaltet. Nicht, dass wir auf diese alten Wege zurückkehren können. Wir können nicht. Aber das bedeutet nicht, dass wir 60 werden müssen, wenn wir 20 sind. Viele 20-Jährige können heute nicht mehr so viel leisten wie 60-Jährige vor 100 Jahren. Das ist eine Tatsache. Ist es nicht so? Vor 100 Jahren, was ein 60-Jähriger körperlich leisten konnte, so viel kann ein 20-Jähriger heutzutage nicht leisten. Das bedeutet, wir schwächen einfach die Menschheit. Wir werden über die Zeit hinweg eine degenerierte Menschheit werden. Also, du musst ihn gebrauchen.